So. Ich bin nämlich ein Zombie, ich weiß. Also irgendwo. So. Jetzt sind wir hier auf der letzten Ebene angelangt. Sehr schön. Ich hoffe, macht doch noch ein bisschen was mit. Lalalalalala. Ah, Zombie. Ah, weitergraben. Weggraben sozusagen. Ignoriert uns irgendwie. Weiß nicht, die rennen gerade alle irgendwie so vom Baum. Ich weiß nicht warum. Ich höre seine Freunde. Der böse Zombie. So ein böser Schlingel. Ach, da kommt er doch. Weggraben. Weggraben. Ey, nimm nicht meinen Sand. Freundchen, nicht meinen Sand. Das reicht aber ja. Ich höre noch was. Ich bin da irgendwann schon weg. Ich will noch ein bisschen Sand mitnehmen. Oh. Jetzt habe ich das Licht ausgeknipst. Was ich an dem Texture Pack schön finde, es bleibt annähernd hell draußen. Das gefällt mir sehr. Also nachts meine ich jetzt. Ne? So. Lalalala, lalalala. So, jetzt haben wir die ganze Runde hier. Sandstein wieder. Lalalala, lalalala. Da fehlt wieder Sand, dann nehmen wir mal das Zombie-Gehirn, brauchen wir jetzt eh nicht. Dann nehmen wir uns hier schön den Sandstein mit. Einen haben wir noch, super. So. Tun wir mal hier den Rest noch wegmachen. Plap! Oh. Plup. Hey, wieso kann er besser schießen als ich? Er hat auf jeden Fall einen Bogen gedroppt. Ist ein besonderer Bogen. Sehe ich gerade nicht. Bogen? Da. Bogen. Ne, ist kein besonderer Bogen. Da lasse ich ihn liegen. So. Wir müssten aber theoretisch noch warten hier. Ich habe eine kleine Idee und zwar werde ich jetzt einfach mal hier eine Workbench hinstellen. Und dann basteln wir uns hier eine kleine Kiste. Den Sand aus bei ihr reinlegen. So, das eine ist sogar sein Stein. Und dann kann ich ja weitermachen. So, jetzt muss man hier aufpassen, dass man hier nicht das machen, genau.
Komm mal so bis hier. So. Ja, den auch genauso ausrüsten wie den der liebe Herr Gregor Onk damals gemacht hat. Einfach so zum Andenken an die schöne Zeit, die er uns da beschert hat. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht geht es irgendwann mal weiter, aber man weiß es ja nicht. Kann er das auch einfach nur beobachtet, was mit Minecraft momentan passiert, so ein bisschen. Kann ich mir sogar gut vorstellen bei ihm. Dass er das alles so ein bisschen verfolgt und sich seinen Kopf dazu macht. Wäre durchaus vorstellbar. So, jetzt schwebt die Kiste, ist mir aber auch egal. Klack. Stopp, nicht so. So. Na dann hier den restlichen Schwabbelzeug noch mitnehmen hier. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Kies rauskriege. Nope. Nope. Da war ich wieder zu voreilig. Nicht schon wieder das. Ach komm, scheiße. Ich finde das einerseits neckisch, andererseits frage ich mich, wie das hier reinkommt in die Liste. Wo ich das her habe überhaupt. Das erinnert mich leicht an Andrea Berg irgendwie. Oder Helene Fischer oder wie sie alle heißen. Aber es ist GEMA frei, das ist also lass ich drin. Warum nicht? Das Bauernlied. Natürlich kennt es gegen die Bauern, ich war ja selber mal Bauer. Ich war mal, war auf dem Land tätig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch ein Bauer bin, aber ich finde schon. Keine Ahnung. Mag ich nicht. Achso, das war schon Wasser. Fackel macht sich dann nicht so gut, habe ich gehört. La 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 la. Auch das war falsch. La 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 la. Klack 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 klack. So. Sollte mal einer sagen, wir würden dich fleißig abbauen hier. Folgen werden wahrscheinlich auch sehr lang jetzt werden, immer so 20, 25 Minuten. Weil ich wüsste gar nicht, wo ich mir die ganzen Folgen sonst hin soll. Jetzt will ich mal das Schild machen. So. Machen wir mal hier so einen Sandstein hin. Ich muss noch einen hoch. Und dann machen wir, ich mache das jetzt mal richtig edel hier. Komm, wir scheuen jetzt mal keine Mühe. Das ist immerhin für den großen Gregor Onk. Vielleicht sieht er das Video ja mal und freut sich darüber. So, Moment. War das nicht geplant? Oh. Muss ich dann wieder zu oben? Moment, flupp und flupp.
Jetzt ist natürlich alles wieder falsch hier. Ach ja. Ich und meine Baukünste. Klack. Und klack. Nein, ich will da hoch. Ey. Das ist uncool. So. Weg damit und weg damit und... Nein, das war nicht edel aussieht, meine Freunde. So. Denk mal. Für den großen... Dr. Gregor. Onk von Rammel. Von Rammel. In Klammern. Für alle, die es nicht raffen. Kronk. Blup. Danke und hoffentlich geht's bald weiter. Juhu! Ich fühle mich so toll. Ich schau gerade. Ich will das noch schöner machen. Ich will das noch schöner machen. Lass mich jetzt in Ruhe das schöner machen. Ich suche mal in Game Mode rein. Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir aber zurück in unsere... Stopp, ich brauche das ganze Sandzeug. Oh, jetzt habe ich das mitgenommen, die Gehirne wieder. So, alles Wichtige mitgenommen. Und dann gehen wir einfach mal los und dann geht es hier lang und dann essen wir den Kloß und dann freuen wir uns, weil wir freuen können. Freu. Ich hätte schon wieder Minecraft aufnehmen. Was mache ich da, wenn ich frei habe, ey? Das ist... Ah. Weiß es nicht. Vielleicht haue ich einfach mal Doppelfolgen raus. Also, das wird wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, wie ich das ankündige. Ich will nicht wieder ein Infovideo machen. Ich mache so viele Infovideos. Ah, es ist eher so ein Infokanal als so ein Display-Kanal momentan. Kann aber nichts dafür. Es geht zu viel drüber und drunter jetzt. So. Einmal durch Zuckerrohr tick ich durch. Dann gehen wir an unserer Höhle vorbei. Und einmal nach oben. Dann können wir geschwind hier mal den ganzen Spaß anwerfen. So, achte, flupp. Flupp. Oh, wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge Kohle. Na, flupp. Achso, das war Sandstein. Und flupp. Ups, und flupp. Und flupp. Ob man da aber immer noch ist.
Eine zu viel. Flup und... Flup. Und da brennen sie alle. Sand vom Bohren. Hier. Das habe ich hier schon mal ein bisschen Stein, tue ich mal hier drüben rein. Quarz kommt dann mal doch weg hier, das brauche ich dann doch nicht. Kohle kann ein Stack wieder. Ach, das war voll hier, deswegen habe ich das alles reingetan. Na gut. So, dann gehen wir mal alles durch hier. Dann muss ich mal was essen. So. Dann würde ich nämlich sagen, das ist... Und wo starte ich das denn? Mach ich das hier? Könnt ihr euch machen, gell? Ist ja Eichenholz alles hier. Dass ich sage, hier geht eine Eichenholztreppe runter. Mal schnell einen Stapel Eichenholz. Flupp. So. Dann brauchen wir unser Wasser drin genug. Dann gehen wir nochmal schlafen vorher. Trank der Unterwasseratmung, nehmen wir mal 4 mit. Und schlafen wir in einer Runde. Autsch. Ah, das wird uns zur Wasserflasche automatisch. Interessant. Oh, das liebe ich ja. Okay. Was wollen wir das machen? Wir müssen nämlich hier anfangen. Ja, genau auf die Art und Weise habe ich mir das gedacht und nicht anders. Eigentlich schon, aber wir erzählen es keinem. So. Man muss natürlich höllisch aufpassen, dass man... Dass man dann nicht... auf einmal sich merkt, dass man, dass dann der Wassertrank aufhört zu wirken und dann einfach abkackt, auf Deutsch gesagt. Ist echt geil, unter Wasser bauen zu können, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Hat schon was. Ich höre, dass ich in den ersten 8 Minuten vielleicht zu weit runterkomme.
dass ich atmen kann. Ich rede gerade ziemlich wenig, weil ich mich ein bisschen konzentriere. Merkt man vielleicht ein wenig. So. Jetzt will ich mal gucken, wie ich das hier mache. Theoretisch müsste ich dann... hier anfangen, dicht zu machen. Dann kann ich zum Beispiel hier... den reinzimmern und dann zimmere ich einfach... den hier rein.